Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edladum, zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Juhu! Juhu! Wir machen heute hier einen Netztest. Wir machen heute einen Netztest. Riding Out nennt sich dieses Spiel. Es ist wohl in sehr einfachem, ja, gezeichnetem Stil gemacht. Ja, es geht darum, dass wir von der Polizei verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben, und ja, wir müssen nun beweisen anhand von Bildern, dass wir es halt nicht waren und ein anderer der Täter war, und die Bilder zeigen halt den Täter bei seiner Tat, und in diesem Spiel müssen wir die ganzen Schnipsel von dem Foto finden. Ja, ich würde mal sagen, machen wir das. Müssen wir hier einen Speicherslot, eine Farbe choosen. Ich finde Orange ganz gut, oder? Ja, nehmen wir Orange. Orangenen Modus. Wir nehmen den normalen Modus, den Endless-Modus, den Challenge-Modus, den Kurz oder Optionen. Ich nehme normalen Modus. Ja, fangen wir mal ganz normal an heute mit dem Test. Wir wollen das ja normal testen. Und da sehen wir hier schon den Stil. Ja. Und da passiert was. Die Polizei. Die Bank. Oha. Ein Räuber. Der hat ein Foto gemacht. Er zeigt das. Ja. Will ja nicht fotografiert werden. Beim Bankausraub. Ja, jetzt sehen natürlich die Polizisten, wie ich dort mit den Geldsäcken rumstehe. Ja. Logischer Schluss. Ich bin der Räuber. Ja. Ich war's bloß leider nicht. Ja, hier nochmal eine kurze Bedienungsanleitung. Aha. Ready. Okay, scheiße, das scheint schon sehr schlecht zu sein. Don't get spotted. Tap the disguise button to hide in plain sight. Okay. Wir müssen den Knopf auf dem unteren Bildschirm drücken, um uns zu verstecken. Ja. Das können wir aber auch nur auf bestimmte Zeit. Wir können nicht unbegrenzt disguised sein. Ja, da kommt schon der Polizist. Ich glaube, da müssen wir runter. Ich muss den Fahrstuhl nutzen. Kann ich den Fahrstuhl irgendwie nutzen? Nein, hier kann ich runter. Jetzt habe ich einen Bart drauf. Okay. So muss ich runter hier. Hier einfach runter und dann. Das ist das erste Bildchen. Komm, ich will da runter. Lasst mich runter. Ich muss erst Disguise klicken oder was? Hero. Genau so. Eventuell zu spät, ja. Game over. Steht da oben so ein bisschen im Eck. Mist. Ja, ich bin ready. Huha. Disguise. Genau so. Nice, nice. So. Ja, wie komme ich hier wieder runter? So nicht. Da will ich wieder runter. Da will ich runter. Da will ich runter. Da will ich runter. Ach so, ich muss nach unten drücken. Nice Sache. So, und jetzt habe ich das erste Bild. Nice. Das zweite Bild. Ah. So, jetzt hier hoch. Jetzt habe ich Störungen nicht kapiert. Das nächste Bild. Und so muss ich den Polizisten ausweichen. So, runter. Das nächste Bild. Und hoch. Das nächste Bild. Da habe ich gleich den Täter zusammen. Es scheint ein Passwort von dem Täter zu sein. Ja, sehr glaublich. Sehr glaubhaft. Dass du ein Bild vom Täter hast. Stimmt, das ist ja eine Fotografie, also. Könnte es unter Umständen, wow, passen. Wäre ich dem fast in die Arme gelaufen. So, da ist noch ein Bild. Wow.
Haben wir es letztlich vollständig? Sieht sehr vollständig aus. Schon. Zack. Nur wenn wir eine Enge in der Klemme setzen, sollen wir das liebe Disguise benutzen. Oha, das ist jetzt. Er kennt mich nicht. Als ob. Ist ja eine sinnvolle Verkleidung. Oh Scheiße. Jetzt habe ich es nicht mehr. Das nächste Bild. Das nächste Bildstück natürlich. Auch hier noch ein Bildstück. Da hoch. Da gibt es auch noch eins. Boah, ist ja bisher nicht schwer. Einmal wurde ich schon ertappt, aber das war ein bisschen Blödsinnigkeit von mir. So, da geht's runter. Und ist da noch ein Stück sammeln. Wie viele brauche ich denn? Gibt es hier irgendwie eine Anzahl? Score 18. 18 habe ich schon. Uah. Okay. Heißt ja einfach nur so viele wie möglich einsammeln oder was? Naja. Das finde ich ja nicht so toll. Irgendwann muss ja gelöst sein oder was? Das kann ich ja ewig hier weitermachen, das ist ja. Speed up. Ach so, es wird immer schneller. Oha. Ein bisschen so. Jetzt muss ich ja den hier nehmen wieder. Wie hieß das? Die alten, die ersten Spiele hier auf Pac-Man und sowas hier. Ein bisschen Arcade. So ein bisschen. Wer schafft am meisten? Schafft den größten Highscore? Ich wahrscheinlich nicht, weil ich hier gerade schon. Weil es mir langsam schon zu schnell wird. Scheint hier wirklich schnell zu werden. Muss man die Steuerung schon drauf haben. Wenn man das schaffen will. 30 habe ich schon. So viele Teile waren das bei aller Liebe nicht. Ja. Geht wohl darum, einen Highscore zu brechen. Also. Ich glaube nicht, dass der das so klein gemacht hat. Speed up, ja genau. Es wird halt immer die Möglichkeit sein, hier sich zu verbessern. Irgendwann rennen sie halt nur noch. Ist kaum möglich. Hatte ich mal so einen alten Gameboy, wo halt vorinstallierte Spiele drauf sind. Halt nicht wirklich ein Gameboy, aber ja, so ein möchte gern Fake Gameboy. Da hatte ich auch mal sowas. Ah, da ist verkackt. 41. Das ist mein höchster Score. Ready. Ah, muss jetzt wieder von vorne beginnen. Okay. Ja, gut. Die Motivation habe ich jetzt nicht, noch wieder die 41 hinzukriegen. Ja, gut. So viel dazu. Das könnte sich ja zumindest mal ändern. Dass man halt irgendeinen Erfolg kriegt. Wie wäre es denn damit, dass halt irgendwie mal erfahren darf, der Täter ist schon gefasst. Es kommt ein neuer Täter oder sowas, das wäre eine schöne Sache. Ich meine ja, das Spiel hat 4 Euro gekostet im Nintendo eShop. Ich habe es mir gekauft. Ja gut, wieder. Ist mal wieder die Frage, hat sich das gelohnt, dafür 4 Euro auszugeben? Na gut, macht bestimmt Spaß so auf Dauer mal so ein bisschen als Gelegenheitsspiel. Ist bestimmt nicht schlecht, aber ein bisschen mehr Inhalt hätte man sich doch schon erwünschen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass das absolut gar keinen Spaß macht. Was bin ich gerade? Eine Art Ente oder was? Ich bin eine Ente. Brauche ich wieder Disguise? Nein, ich hab's verkackt. Naja. Wie auch immer. Dürfte mich nach oben so durch diese Test gefallen haben. Sollte vielleicht ein bisschen kürzer, aber egal. Was? Ich war noch im Disguise-Modus. Mann. Let's Play. Auf Dauer nicht wirklich geeignet. Sei man spreche irgendwelche Real-Life-Themen an. Irgendwie Real-Talk. Off-Topic. Boah. Es gibt, glaube ich, keinen Multiplayer-Modus. Mit Multiplayer-Modus wäre das, glaube ich, sogar eine ganz nice Sache. Könnte man sich bekämpfen. Wer hält am längsten aus? So zu viert in einer Sache. Ja. Wie gesagt, bis morgen. Jetzt wirklich tschüss hier.
Ihr habt euch wohl, haut drinne. Ciao, ciao.